Kaum ein Thema wird in Lockdown-Zeiten so hart und umkämpft diskutiert wie jenes der Bildung. Die Schulen, die sollen wieder aufsperren. Am 7. Dezember ist es soweit. Es gibt noch rund 12 Schultage bis zu den Weihnachtsferien. Und nach Empfehlung und nach Ansicht der Experten, aber auch des Bildungsministeriums, soll die Möglichkeit des E-Learning und des Home-Learnings so oft wie möglich genutzt werden. Jedoch die Schulen, die sind offen, die Betreuung, die ist sichergestellt und es soll auch nach Möglichkeit unterrichtet werden. Wie dieser Unterricht ganz konkret ausschaut, da gibt es auch schon die ersten Vorstellungen. Und diese Vorstellungen, die gehen auch nicht überraschend in Richtung Sicherheit. So sollen nach Möglichkeit so viel Lehrerinnen und Lehrer gleich zu Beginn am 7. Dezember getestet werden. Dieses Datum fällt ja auch zusammen mit dem Start der Massentestungen. Die Schüler und Schülerinnen, die sollen hier jedoch nicht getestet werden. Die Lehrer, die sich nicht testen lassen oder lassen wollen, die sollen zum verpflichtenden Tragen der FFP2-Maske angeregt werden, beziehungsweise wird dieses Tragen vorgeschrieben. Jedoch das Anliegen der Experten im Gesundheitsministerium, aber auch auf Seiten der Regierungsbank, wenn man so möchte, ist, dass die Masken von allen Lehrerinnen und Lehrern, ob getestet oder nicht getestet, getragen werden. Zusätzlich bleibt eines der Hauptkonzepte während dieses Unterrichts das Lüften. Es sollen Klassen mit maximal 25 Kindern sichergestellt werden. Und für die Oberstufe, da wird es so ausschauen, dass das E-Learning weitergeführt wird, dass es bis auf aufs Weiteres keinen unmittelbaren, direkt physisch geführten Unterricht geben wird. Damit ist das Bundesland Wien nicht allzu einverstanden, ist hier nicht begeistert. Das wurde gestern im Rahmen einer Pressekonferenz vom Gesundheitsstadtrat Peter Hacker der SPÖ und dem neuen Vizebürgermeister der NEOS Wiederkehr betont. Man möchte die Schulen ohne Wenn und Aber in Wien öffnen. Ein Ungemach droht auch von Elternseite. Hier gibt es im Moment mehrere Klagen, die gegen das Bildungsministerium gerichtet sind, denn die Aussage lautet hier, es gebe keine evidenzbasierte oder keine Beweise, dass das E-Learning wirklich hier entsprechend Erfolge zeitigt. Alles in allem zusammengefasst, die Debatte, die wird weiterhin angeregt geführt.